Und Dylan bringt, ich spreche wieder in englischen Akzent. Heute soll es wieder um drei meiner zuletzt gelesenen Bücher gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes erstmal ganz kurz vorweg, stört euch bitte nicht, falls ich heute heller und dunkler werde. Das Licht ist heute ein Traum. Es kommt und geht und kommt und geht und ich kriege hier bald noch die Krise. Naja gut, lassen wir das. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Scorched von Jennifer L. Armentrout. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, Scorched ist im Piper Verlag erschienen und kostet 9,99 €, wie es halt bei Taschenbüchern auch so üblich ist. Und ich habe das Buch bekommen und habe es gleich gelesen und verschlungen. Und dieses Buch war wieder sehr, sehr gut und hat mir wirklich wieder richtig gut gefallen. In diesem Buch geht es um Andrea und Tanner. Und Andrea und Tanner kennen wir schon aus Fridged von Jennifer L. Armentrout. Das ist quasi, naja, eine Reihe ist das jetzt nicht richtig, aber die beiden Bücher gehören schon irgendwie so zusammen. Und ja, also wer Fridged gelesen hat, der kennt Andrea und Tanner auf jeden Fall schon. Und um die beiden geht es halt in Scorched. Und die beiden sind schon sehr, sehr lange befreundet. Und immer wenn sie sich sehen, fliegen die Fetzen. Die beiden sind so ein bisschen wie Hund und Katze. Und immer wenn sie sich begegnen, tun sie sich gegenseitig necken und sich gegenseitig provozieren. Und es ist irgendwie so den beiden ihr Ding. Andrea allerdings hat sich früher zu Tanner sehr hingezogen gefühlt. Sie fand ihn sehr, sehr attraktiv. Sie hat dann aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass er nicht der Mann ist für sie, denn er ist ein Frauenheld und hat halt sehr, sehr viele One-Night-Stands. Und deswegen hat sie ihn sich dann schon sehr schnell aus dem Kopf geschlagen. Jetzt ist es so, dass die beiden besten Freunde von Andrea und Tanner, also Sydney und Kyler, ein Ferienhaus gemietet haben in den Wäldern von North Carolina. Und Andrea und Tanner sollen dann halt mit den beiden zusammen dort Urlaub machen, eine Woche lang, so bevor die Uni wieder losgeht. Und Andrea lässt sich dann dazu überreden, obwohl sie da eigentlich nicht wirklich Lust drauf hat. Und in dieser Woche Urlaub ändert sich zwischen Andrea und Tanner alles. Mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, denn es ist eine Geschichte mit einigen Überraschungen, die hier noch drin vorkommen und ja, was da genau passiert, müsst ihr dann schon selber lesen. Ich fand die Handlung von diesem Buch sehr, sehr gut. Ich mochte das Ende auch total, denn gerade am Ende kommt hier nochmal eine gewisse Spannung rein in die Geschichte und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Dynamik zwischen Andrea und Tanner total cool. Also ich fand, wie die beiden am Anfang miteinander umgegangen sind und wie die dann halt auch später miteinander umgegangen sind, fand ich ganz, ganz toll. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Tanner wahnsinnig toll finde. Tanner ist angehender Polizist und arbeitet freiwillig bei der Feuerwehr. Und er ist halt vom Typ her schon ein kleiner Frauenheld und er hat sich aber sehr verändert in den letzten Monaten. Und das merkt man halt sehr, sehr gut, wenn man hier aus der Sicht von ihm und von ihr liest. Man bekommt durch diese wechselnden Sichtweiten natürlich auch einen sehr, sehr guten Einblick in die Gedankenwelt von Tanner und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Denn man merkt halt, wie er sich auch entwickelt und wie er auch so seine Zweifel an seinen Gefühlen hat und wie er dagegen ankämpft und ja, dann schlussendlich auch alles riskiert. Und also von den Charakteren her, Tanner war ein Traum und auch Andrea war mir sehr, sehr sympathisch. Ich konnte mich sehr gut in sie hineinversetzen. Ich habe ihre Probleme verstanden, die sie hatte. Ich konnte verstehen, dass sie da die Probleme teilweise nicht wahrhaben wollte, mit denen sie da zu kämpfen hat. Und auch die Entwicklung, die sie dann zum Ende hin hier durchmacht, fand ich einfach nur richtig, richtig gut. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich, wie gesagt, fand die beiden einfach als Pärchen auch so ganz, ganz toll. Die Nebencharaktere fand ich auch wieder gut. Da steht hier Sydney und Kyler so mit im Vordergrund. Dann gibt es noch die Familie von Andrea, die eine gewisse Rolle mitspielt und ja, also wie gesagt, von Nebencharakteren fand ich es auch wirklich sehr, sehr gut. Was das Setting betrifft, befinden wir uns halt, wie gesagt, in diesem Ferienhaus, in diesem wahnsinnig, wahnsinnig tollen Ferienhaus und das ist so eine, wie so eine richtige Villa mit Pool und Billardzimmer und allem drum und dran und wie das Ganze beschrieben wurde, fand ich wahnsinnig cool und wie gesagt, es befindet sich in den Wäldern von North Carolina und diese Wälder, die es dort gibt, die sind ja auch wahnsinnig toll und ein Traum und ja, dann befinden wir uns im Setting her hier noch am College, am Campus, in den Wohnungen von den ganzen Leuten. Und auch hier fand ich von den Beschreibungen her alles wirklich ganz, ganz toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Setting. Zum Schreibstil von Jennifer L. Armentrout brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich liebe diesen Schreibstil. Ich finde, Jennifer L. Armentrout schreibt einfach wahnsinnig toll. Sie schreibt total bildlich für mich. Sie umschreibt alles ganz, ganz toll. Sie hat eine ganz, ganz tolle Art, Szenen zu beschreiben. Und diese lockere, leichte, freche Art, wie sie halt die Geschichten auch immer erzählt, finde ich mega gut. Und ich liebe das einfach. Und ja, ganz, ganz toll. Ich liebe dieses Buch. Ich muss aber sagen, wer hier ein Buch mit sehr, sehr viel Dramatik erwartet, ist hier falsch. Also dieses Buch ist eine eher ruhigere Liebesgeschichte. Also wie gesagt, hier steht die Beziehung von Andrea und Tanner mehr im Vordergrund und die Entwicklung dieser Beziehung und halt auch die Entwicklung der beiden Charaktere, die mit
währenddessen durchmachen, steht hier mehr im Vordergrund, als mehr wirklich dieses große Drama, was dann hier noch kommen könnte. Und deswegen stellt euch da nicht so auf Riesendrama ein. Es ist wirklich hier mehr die Beziehungen und die Entwicklungen, die hier so im Vordergrund stehen. Und ich mochte es total und ich fand Scorched ganz, ganz toll. Wer Lust auf eine tolle Liebesgeschichte hat, sollte sich Scorched auf jeden Fall mit angucken. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Fire in You, ebenfalls von Jennifer Armentrout. Das ist ja unter dem Synonym J. Lynn veröffentlicht worden. Und Fire in You ist der letzte und sechste Teil der Wait for You-Reihe. Wie ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan dieser Reihe. Ich liebe jedes einzelne Buch dieser Reihe. Mein Lieblingsteil ist Stay With Me. Das habe ich auch, glaube ich, schon mehr als einmal erzählt. Und ja, Fire in You ist jetzt der Abschluss dieser Reihe. Und ich finde, wenn man so den letzten Band einer Reihe liest, hat man immer so ein drehendes und so ein lachendes Auge. Weil einerseits ist man natürlich froh, dass man diese Reihe komplett hat. Und andererseits ist man natürlich traurig, weil man weiß, dass man den Charakteren nicht mehr begegnen wird. Und dass halt da, was die Charaktere betrifft, nichts mehr kommt. Aber alles muss irgendwann mal ein Ende haben. Und ich finde, Fire in You war ein ganz, ganz toller Abschluss für diese Reihe. Dieses Buch spielt 6 Jahre nach dem 5. Teil. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, ich das so für mich gerafft hatte. Ich bin ja immer nicht so der Schnelldenker, ne, beim Lesen. Also bei mir dauert das ja manchmal ein bisschen. Und ja, also wie gesagt, der 6. Teil spielt 6 Jahre nach Forever With You. Und in diesem Buch geht es um Jillian und Brock. Und Jillian und Brock haben wir im 5. Teil schon kennengelernt. Und die beiden sind beste Freunde von klein auf. Und Jillian wollte aber schon immer mehr von Brock als er von ihr. Denn er hat in ihr halt immer nur die kleine Schwester gesehen. Und deswegen konnte da nie was aus diesen beiden werden. Und nach einer verhängnisvollen Nacht, in der sich Jillians Leben komplett geändert hat, hat sie für sich mit Brock abgeschlossen. Und wollte ihn nicht mehr sehen, hat ihn komplett aus ihrem Leben gestrichen und ja, jetzt 6 Jahre später treffen die beiden wieder aufeinander und Brock möchte seine beste Freundin einfach zurückhaben. Er hat sie sehr, sehr vermisst und er möchte sie einfach wieder in ihrem Leben haben. Und Brock merkt aber sehr, sehr schnell, dass Jillian jetzt eine ganz, ganz andere Person ist als damals. Und ob die beiden es schaffen, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen und was noch alles passiert, das ist es, worum es in Fire in You geht. Mehr möchte ich auch hier zum Inhalt nicht verraten, weil ich finde, wenn man immer zu viel verrät bei diesen New Adult Büchern, ist das doof. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle so stehen. Ich kann nur sagen, dass ich die Handlung sehr, sehr gemocht habe. Ich habe dieses Buch auch innerhalb von 2 Tagen gelesen, genau wie Scorched im Übrigen auch und genau wie das 3. Buch, was ich euch dann noch zeige. Ich lese solche Bücher einfach wahnsinnig schnell, weil ich einfach in diese Geschichten immer so reingesaugt werde und dann kann ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen und ja, die Bücher sind jetzt auch nicht so ultra dick, ne? Also von daher habe ich dieses Buch, wie gesagt, in 2 Tagen gelesen und ich fand es ganz, ganz toll. Ich mochte die Handlung total. Ich fand auch hier wieder gut, dass der Schwerpunkt mehr auf der Beziehung lag der Charaktere und mehr auf der Entwicklung, die die Charaktere in dieser Geschichte durchmachen, als halt auf großes Drama, was dann noch passieren könnte. Hier war das Drama zum Ende hin wirklich sehr, sehr gering gehalten. Es war dann halt nochmal so ein kleines Puff, dass halt da nochmal was passiert und nochmal noch ein bisschen Spannung in die Geschichte reinkommt. Aber es war jetzt nichts Überdramatisiertes mit großem Pam-Pam und Tam-Tam und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also an dieser Stelle tolle Handlung. Fand ich wirklich richtig gut. Ich fand die Entwicklung, die Jillian in diesem Buch als Charakter macht, wahnsinnig toll. Ich fand Brock wirklich ganz, ganz toll. Und wenn so ein Brock vor mir stehen würde, ne, da würde ich auch nicht Nein sagen. Ne? Brock war Mixed Martial Arts Kämpfer und hat halt auch immer noch diesen trainierten Körper und er ist halt auch ein ziemlich schlauer Fuchs, was hier oben das betrifft und das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass du da nicht so ein Hohlbrot hast, aber naja, egal, lassen wir das. Also ja, Brock fand ich auf jeden Fall auch ganz, ganz toll und ich fand, wie die beiden wieder so zueinander gefunden haben und was sie halt auch so viele Schwierigkeiten dabei überwinden mussten, fand ich richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und von den Nebencharakteren fand ich es auch einfach wieder richtig toll, denn alle Charaktere aus der Wait for You-Reihe, alle Pärchen von den vorherigen Bänden kommen hier nochmal mit drin vor und man sieht, was aus diesen Pärchen geworden ist, wie die inzwischen zueinander stehen und auch diese Freundschaften untereinander fand ich wirklich gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja. Ich liebe die Wait for You-Reihe von Jennifer Armentrout einfach, also Jaylin, ne? Ich liebe diese Reihe einfach. Ich liebe, liebe, liebe sie und jeder, der New Adult-Geschichten mag, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Die ersten beiden Geschichten spielen noch direkt am College, also das ist richtig noch College-Geschichten, aber dann ab dem 3. Buch ist College eher nicht mehr so. Dann sind das halt so normale New Adult-Romane, so mit jungen Leuten, ja. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Shepherdstown, also da, wo auch die Universität ist, wo die anderen Bücher, also der erste und der zweite Teil auch gespielt haben. Und
Fand ich wieder gut vom Setting her. Also man kennt ja dieses Setting schon so ein bisschen, diese Stadt kennt man auch schon so ein bisschen von den Beschreibungen her aus den anderen Büchern. Und es ist ein typisch amerikanisches Setting halt. Und ich, wie gesagt, liebe die Umschreibungen und Beschreibungen von Frau Armentrout, was die Umgebungen betrifft, was die Häuser betrifft, was die Szenen betrifft. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich liebe ihren Schreibstil. Sie hat so eine witzige, humorvolle Art, die Bücher zu schreiben und zu erzählen. Ich finde, bei den Edit-Büchern ist diese Art halt auch sehr, sehr gefühlvoll immer. Und ja, ich liebe dieses Buch einfach und ich fand, es war ein ganz, ganz toller Abschluss, diese Reihe. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist, aber ich bin auch froh, dass die Reihe jetzt vorbei ist und ich freue mich schon auf die nächsten Bücher von Frau Armentrout. Bibi! Ja, mehr kann ich zu diesem Buch nicht sagen, außer I like it, I love it und damit wären wir dann beim dritten und letzten Video für dieses Buch und zwar ist das dieses hier, der letzte erste Blick von Bianca Iosivuni. Dieses Buch ist ja jetzt auch vor kurzem mit erschienen und ich bin gleich los und habe es mir gekauft und ja, auch dieses Buch liebe ich über alles. Es ist eine ganz tolle New Adult Geschichte und in diesem Buch geht es um Emery Lance und Emery ist die Schwester von Rob. Wer die Promises of Forever Reihe von Bianca gelesen hat, der kennt Rob schon. Er kommt dort im zweiten Teil drin vor. Mir ist der zweite Teil Pain of Today, glaube ich, ist der zweite Teil. Ich merke mir sowas nicht immer. Und ja, auf jeden Fall ist Emery die Schwester von Rob, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Und Emery geht jetzt aufs College und das ziemlich weit weg von zu Hause, denn Emery möchte ihre komplette Highschool-Zeit, ihre Vergangenheit hinter sich lassen, denn bei ihr ist was ganz, ganz Schreckliches passiert in der Vergangenheit, weshalb sie das letzte Jahr an der Highschool quasi die Hölle durchgemacht hat. Und ja, sie ist jetzt froh, einen Neubeginn starten zu können und trifft am ersten Tag auf ihre neuen Mitbewohner. Und ja, die beiden sind sich nicht ganz so grün und das endet natürlich damit, dass sie vorm Rektor sitzen. Und allein dieser Anfang von diesem Buch fand ich so lustig. Ich fand das so, so witzig, was hier am Anfang passiert ist. Ich habe gedacht so, wie cool ist das denn? Diese Frau hat's drauf und da mochte ich Emery schon von der ersten Seite an total und auf jeden Fall lernt Emery dann kurze Zeit später den besten Freund ihres neuen Mitbewohners Dylan kennen. Und es ist so, dass Dylan Emerys Herz mit einem einzigen Blick zum Rasen bringen kann und Emery weiß nicht, was sie so davon halten soll, denn sie wollte Abstand von Jungs und Beziehungen und hat halt auch Angst, Freundschaften einzugehen, weil wie gesagt, ihre Vergangenheit sie da schon sehr belastet. Und es ist dann aber so, dass Emery sehr, sehr schnell in den Freundeskreis von Dylan reingezogen wird, weil einfach die Leute absolut sympathisch sind und sie halt auch sofort herzlich in ihre Mitte aufnehmen. Und eines Tages ist es so, dass Dylan Emery in einer ziemlich doofen Situation alleine zurücklässt und sie sich dann bei ihm rächen tut und ihm einen Streich spielt. Und von dem Moment an ändert sich alles zwischen den beiden, denn ab sofort stehen Streiche im Vordergrund und jeder zahlt es jedem immer wieder gern heim und es ist sehr, sehr witzig gewesen, das zu lesen. Und aus diesen Streichen wird sehr, sehr schnell mehr, denn die beiden verbringen sehr, sehr viel Zeit dann auch miteinander. Und was am Ende mit den beiden noch alles so passiert, das ist es, worum es in der letzten der erste Blick geht. Mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht verraten. Ich fand die Handlung von diesem Buch ultra gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel gelacht bei diesem Buch. Ich habe sehr viel gelitten mit Emery in diesem Buch und ja, von der Handlung her ganz, ganz toll. Gerade zum Ende hin, wie sich das Ganze alles noch entwickelt hat, fand ich gut. Mochte ich total. Von den Charakteren ja, wie gesagt, Emery auf Seite 1 mit dem, was sie dort gemacht hat, war sie schon hier drin in meinem Herzen und ich dachte mir so, ja, die Frau hat's drauf und ja, also Emery war mir von der ersten Seite an sofort sympathisch. Ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen und auch Dylan ist ein Mensch, den man sehr, sehr schnell in sein Herz schließt. Dylan wird Tierarzt und ich glaube, das sagt schon sehr viel über ihn aus. Er rettet Tiere. Der Typ ist toll. Er rettet Tiere. Hallo. Der muss toll sein. Naja, auf jeden Fall fand ich Dylan auch ganz, ganz toll hier vom Charakter her. Und auch die Nebencharaktere haben mir alle sehr, sehr gut gefallen. Also was diesen Freundeskreis der beiden betrifft. Und auch die Eltern von ihr mochte ich sehr. Und auch Rob, wo er immer wieder drin vorkam, fand ich ihn ganz, ganz toll. Und ja, tolle Charaktere. Also wie gesagt, ich fand die Ausarbeitung der Charaktere richtig gut. Und I like. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vom Setting her haben wir hier ein typisch amerikanisches College-Setting. Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Stadt das Ganze spielt. In West Virginia. Steht hier hinten nur drauf, beginnt sie ihr Studium. Also irgendwo in West Virginia spielt das Ganze. Ich habe mir die Stadt irgendwie nicht gemerkt. Ja, und vom Setting her fand ich das Ganze auch ganz cool. Also wie gesagt, typisch amerikanisches College-Setting mit einer ganz, ganz tollen Umgebung. Und die gehen dann auch noch wandern und wie das alles so beschrieben ist, hat mir auch wirklich gut gefallen. Ich sage in diesem Video irgendwie tausendmal, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist halt einfach so, wenn es mir gut gefällt, gefällt es mir gut. Und ja, also wie gesagt, vom Setting her kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Und der Schreibstil von Bianca, ja, den liebe ich ja sowieso. Ne? Also ihr wisst, ich liebe den Schreibstil von Bianca und ich liebe ihre Bücher zu lesen. Ich kann durch ihren wahnsinnig tollen, gefühlvollen Schreibstil immer wunderbar in die Geschichte eintauchen. Die Geschichte fesselt mich und ich konnte das Buch auch wieder nicht aus der Hand legen und ja,
I love it. I love it, I love it. Und ich freue mich schon wahnsinnig doll auf den zweiten Teil. Und ich hoffe, dass dann noch ganz, ganz viel mehr kommt von dieser Reihe. Betet mit mir, kauft dieses Buch, dass hier noch ganz, ganz viele Teile mehr kommen zu dieser Reihe. Und ja, ich kann euch dieses Buch genauso wie die anderen beiden Bücher wirklich nur empfehlen. Und ja, mehr gibt es zu diesem Buch auch nicht zu sagen. Wahnsinnig tolle Handlung, tolle Charaktere, wahnsinnig gutes Setting und ein wahnsinnig gefühlvoller Schreibstil mit ganz, ganz viel Witz und Humor. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher. Wenn ihr eins von diesen Büchern kennt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.